In dieser Zeit, da waren die kleinen Mäuse meine einzigen Freunde. Ich teilte mit ihnen mein Brot. Sie waren sehr schlaue Tiere. Sie ließen ihren Mäusedreck nicht überall herumliegen. Stattdessen ließen sie ihre Ködelchen in die Ritzen zwischen den Schiffsplanken verschwinden. Mein verehrter Freund und Retter, der große Gelehrte Alexander von Humboldt, sagte mir später, dass es Stachelmäuse von der Insel Kreta waren. Ne? Die waren sicher mal mit so einer Schiffsladung an Bord gekommen. Nun waren sie die Einzigen, die meine Einsamkeit teilten. Zum Glück hatte ich Papier und Feder. Ich schrieb Flaschenpost um Flaschenpost. Es war meine einzige Hoffnung auf Rettung.